großartige Aktion, Kollege. Wirklich toll. Was denn? Was denn? Was? Da ist er. Ach nee. Ach, du machst vielleicht Sachen. Sag mal, kannst du mir sagen, wo du bist? Hä? Na, wir suchen dich überall. Wo? Bei seiner Mutter. Ich fass es nicht. Wir hatten das doch klipp und klar abgesprochen. Ja? Ja, wieso? Da kann sich doch jemand anders drum kümmern. Gib mir mal das Ding. Ja, warum denn du? Gib mir mal das Ding. Du hast doch überhaupt gar keine Zeit für sowas. Matthias hier. Sag mal, hast du eine Vollmeise, du Flitzpiepe? Du hältst jetzt mal die Backen und bewegst dich nicht von der Stelle. Wir kommen zu dir, ist das klar? Ob du das verstanden hast? Gut. So, Kollege, so wird das gemacht. Mensch, du musst mal richtig ran an die Jungs, dann passiert doch was. Abflug. Ja, wohin denn, ne? Zu seiner Mutter. Zu einer Adresse? Nee. Ja, ich bin's doch mal. Kannst du mir bitte sagen, wo deine Mutter wohnt? Jetzt komm schon. Was? Kamillentee? Was willst du denn mit Kamillentee jetzt? Kamillentee? Kollege, gehst du bitte draußen weiter philosophieren. Nee, wenn dich deine Süße verlassen hat, geh dich woanders ausheulen, okay? Und wenn ich recht habe? Dann ist es doch scheißegal, ob ich mich morgen vor den Zug schmeiße oder 2070 vom Krebs gefressen werde, oder? Du hast Hausverbot, Mann. Ich beobachte dich jetzt ziemlich genau seit 4 Wochen, seitdem du hier bist. Ich sehe keine Anzeichen von Geisteskrankheit. Nicht die geringsten. Ich habe eher das Gefühl, dass du die ganze Zeit versuchst, uns etwas vorzumachen. Kennst du das Sprichwort, ein rollender Stein setzt kein Moos an? Ja. Gut. Dann sag mir doch bitte, was sagt dir das? Nix. Hä? Wie spät ist es bei dir? 20 nach. Verstehe ich irgendwie nicht. Na, vielleicht kommt er einfach ein bisschen später heute. Nee, kann nicht sein. Er ist jeden Montag pünktlich um 8 hier. Jeden Montag? Ja, klar, Mann. Auf die Minute genau. Heute ist Dienstag. Was? Heute ist Dienstag. Ach. Oh, Scheiße. Ja, was machen wir jetzt? Ich geh scheißen. Abhauen. Na klar, was sonst? Haben Sie im Bereich Promotion schon gearbeitet? Nein, habe ich nicht. Das ist nicht jedermanns Sache. Sie müssen kontaktfreudig sein, Sie müssen kommunikativ sein, Sie müssen offen sein. Sind Sie kontaktfreudig? Sind Sie spontan? Ja, klar. Immer wieder freundlich auf die Leute zugehen mit einem freundlichen Lächeln auf den Lippen. Verstehen Sie? Mhm. In einer Stunde sollten Sie 500 Flyer verteilen. Trauen Sie sich das zu? Ja. Wie steht es, Sie sind Schauspieler? Ja. Haben Sie sonst noch was gelernt? Wie meinen Sie das? Ja, irgendein Beruf. Nein, ich bin nur Schauspieler. Ja, dann spielen Sie mir doch mal was vor. Wie? Na, irgendwas vorspielen. Jetzt hier oder was? Das dürfte doch für Sie kein Problem sein. Was denken Sie eigentlich, was ich bin, hä? Ein Tanzbär? Ich bin hier, um Flyer zu verteilen und nicht, um irgendeine Show abzuziehen. Für 10 Euro mache ich mich doch nicht zum Deppen hier. Wissen Sie was? Stecken Sie sich Ihre Zettelchen hin, wo Sie wollen. Schönen Tag noch.